Hallo zusammen, ich wünsche einen schönen Wochenstart und freue mich, dass Sie mit dabei sind bei der heutigen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit folgenden Themen. Es gibt Bilder vom Charity Bazaar in der Ottengravur in Hohenems vergangenen Sonntag. Dann haben wir einen Ausschnitt aus unserem Ländle Talk mit Manfred Moscher von den E-Werken Frastanz. Und mit dabei natürlich die aktuellen News, Wetter und Sportinformationen. Gestern am Sonntag drehte sich in Hohenems in der Ottengravur alles um den guten Zweck. Es fand ein Charity-Bazaar statt und wir waren mit dabei und haben uns unter die Leute gemischt. Ganz im Zeichen der Wohltätigkeit stand der Charity Bazaar am Sonntag, welcher in der Ottengravur in Hohenems stattfand. Ein schwerer Schicksalsschlag veränderte das Leben von Nicola Hartinger abrupt. Seit einer Einblutung im Rückenmark ist die zweifache Mutter querschnittsgelähmt. Darum organisierte Nathalie Giesinger einen Charity Bazaar. Zusammen mit dem Lions Club wurden Sach- und Warenpreise zusammengestellt, die in der Ottengravur Hohenems zum Verkauf standen. Der Erlös geht an Nicola Hartinger, um sie finanziell zu unterstützen. Nicola ist eine Freundin von mir seit 20 Jahren. Ich habe einfach gemerkt, durch das, dass es ein Schicksalsschlag war und kein Unfall, dass einfach keine Versicherung was zahlt, wo ganz klar ist, weil es aber ein Schicksalsschlag ist, haben wir gedacht, da muss ich helfen. Ich habe dann das so organisieren wollen, dass ein Garagenflohmarkt wird. Mittlerweile ist das riesengroß geworden. Wir sind in der Ottengravur, Mo Catering, der Marco Geser, will ich den Rahmen gerade noch nennen und bin ganz herzlich bei ihm bedanken. Der hat mir ganz stark geholfen, hat mir immer wieder sehr viel Energie gegeben, weil ich vielmal auch Momente kann, dass ich mir denke, ich schaffe das Ganze nicht. Ist jetzt super geworden. Vom Garagenflohmarkt zurück sind wir jetzt in der Ottengravur. Ich bin eigentlich total sprachlos jetzt gerade. Es ist Mittagszeit, morgen haben wir gut umgebracht, es sind ganz viele Leute da gewesen, Nicole war auch anwesend. Jetzt am Nachmittag hoffe ich auch noch, dass sie uns die Bude stürmen, aber ich muss sagen, es ist echt wunderbar. Musikalisch gestaltet wurde der Tag durch Ray. Also wir haben das in der Wann und Wo gelesen und dann haben wir uns gedacht, wir machen einfach ein paar Musik-Acts dazu und dann hat sich das zu so einem großen Event entwickelt. Mittlerweile stehen 5 Bands auf der Bühne und es ist ziemlich groß geworden hier. Der Charity Bazaar fand großen Zuspruch und die Bereitschaft zu helfen wurde durch die Aktion sichtlich geweckt. Lions ist natürlich immer darauf erpicht, im Endeffekt Leuten zu helfen und Unterstützung zu bieten, wenn irgendwo ein Notfall ist oder irgendeine einfach Not gefordert ist. Und es freut uns natürlich immer, dass wir da im Prinzip solche Patronanzen übernehmen können und im Prinzip einfach helfen können, sage ich jetzt einmal. In der Situation, wo ich mich gerade befinde, es ist alles nicht so einfach. Denken wir, es sind Freunde das Wichtigste, Familie das Wichtigste, der Partner das Wichtigste und es ist schön, dass alle hinter einem stehen. Das ist, ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt. Zu sehen, dass sich so viele Menschen bereit erklären zu helfen, geht nicht spurlos an allem vorbei und verdient größten Respekt. Der Tag war ein voller Erfolg und zugleich sehr emotional. Eine schöne Sache also mit dem Charity Bazaar und den kompletten Bericht, den sehen Sie ab morgen Dienstag bei uns im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Mietpreisbremse, keine Lösung. In Deutschland wird derzeit über eine Mietpreisbremse diskutiert. In gefragten Wohnanlagen dürften die Mieten nur noch 10% über vergleichbare Lagen liegen. Auch dürften Vermietler die Maklerkosten nicht mehr auf die Kunden abwälzen. Fachgruppenobmann Elmar Hagen sieht dies für Vorarlberg als keine Lösung. In Vorarlberg haben wir eine andere Situation. Wir haben einen kräftigen Wohnbau. Wir haben in Vorarlberg sehr gute Bauträger, die eine große Anzahl an Wohnungen produzieren. Und diese Menge führt dazu, dass wir keine besonders große Wohnungsnot haben. Schuldspruch für 17-Jährigen. Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein 17-jähriger Schüler verantworten. Er soll eine Gruppe Jugendlicher vom Spielplatz in Feldkirch-Reichenfeld verjagt haben, indem er eine Haarspraydose als Flammenwerfer benutzte. 2 Jugendlichen wurden dabei Härchen am Arm verbrannt. Passiert ist sonst zum Glück nichts. Der 17-Jährige wurde zu einer teilbedingten Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Und Ermittlungen abgeschlossen. Nach dem Banküberfall auf die Raiffeisenbank in Weiler letzte Woche sind die Ermittlungen beendet. Der Tatverdächtige ist laut Polizei großteils geständig und die gesamte Beute wurde sichergestellt. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der Bruder des Mannes wurde freigelassen, da sich der Tatverdacht nicht erhärtet hatte.
Bei uns geht es weiter mit einem Ausschnitt aus unserem Ländle-Talk. Ländle-TV-Geschäftsführer Günther Oberscheider durfte sich mit Manfred Moscher von den E-Werken Frasterns unterhalten und ich wünsche viel Spaß mit den besten Szenen daraus. Eine nicht vorbereitete Frage, ich hoffe, ich überrasche Sie jetzt nicht. Als Bezirksfeuerwehrinspektor verdient man in dieser Position Geld? Nein, das ist minimal. Das ist eine kleine Entschädigung fürs Fahren und so weiter, damit dass man über die Runden kommt. Aber das ist ein kleines Brot. Also man könnte von dem sicherlich nicht leben? Nein, ganz sicher nicht. Ehrenamt in dieser Form, also Feuerwehr, ich nehme an, das Ehrenamt, die freiwillige Feuerwehr, wird von Ihnen sehr hoch geschätzt. Wie wichtig sehen Sie das Ehrenamt im Zuge der Feuerwehr? Das Ehrenamt ist ein sehr wichtiger Teil in unseren Gemeinden. Ohne das Ehrenamt wäre das Ganze gar nicht machbar und nicht finanzierbar. Wenn man überlegt, wie viele tausende Stunden, dass unsere Feuerwehrmänner und Frauen Arbeit verrichten, wäre das finanziell gar nicht machbar. Ist nachvollziehbar und Sie erfüllen einen unglaublichen Zweck, die Feuerwehren. Ist man stolz, wenn die Feuerwehr irgendwann einen Großeinsatz positiv bewältigt hat? Natürlich. Das ist natürlich unser Ziel, den Geschädigten so gut wie möglich zu helfen, damit dass der Schaden eben nicht so groß wird. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf, wenn das gut funktioniert. Darum machen wir auch gute Ausbildung in der Feuerwehrschule und so weiter. In den Feuerwehren wird natürlich sehr gute Arbeit geleistet. Die Kommandanten im Bezirk, auf meine Kommandanten im Bezirk bin ich sehr stolz. Auch hier sehen Sie den kompletten Ländle-Talk mit Manfred Morscher ab morgen Dienstag bei uns im Ländle-TV-Wochenmagazin. Und jetzt geht's weiter mit dem Sport. Heute mit einer Meldung vom Fußball. Adi Hütter verlässt den SV Grödig. Der Trainer aus Altach und der Salzburger Fußball-Bundesligist gehen am Saisonende nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Hütter schlug das ihm vorgelegte Vertragsangebot aus. Noch ist aber nicht klar, welchen Club der Vorarlberger Trainer des Jahres in Zukunft coachen wird. Vielen Dank an Marc Gechter und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Der Ausbau des Güterbahnhofs Wolfurt und die Auswirkungen auf den Verkehr. Ab 2025 sollen täglich 177 zusätzliche Lkw-Fahrten pro Tag anfallen. Die Gemeinden Wolfurt und Lauterach fordern einen Vollanschluss zur A14. Eine teilweise Strafe in der Höhe von 600 Euro fasste gestern am Landesgericht ein 17-Jähriger aus, der Gas von Haarspray anzündete und die Stichflamme auf Jugendliche richtete. Und Rektorsuche an der FH Vorarlberg. Bis zum 8. April können die Weichen gestellt sein. Die Themen der Verein von morgen schon heute bei uns bei Ländle TV der Tag und das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe an diesem Montag. Es gibt jetzt noch einen Ausblick auf das Wetter. Freut mich, dass Sie mit dabei waren und ich sag Tschüss. Gemeinsam stark mit Regional TV näher dran an ganz Österreich. 9 Bundesländer, 9 Sender, ein gemeinsames Dach. R9 vereint die erfolgreichsten Regionalsender Österreichs. Mehr Reichweite in Rot-Weiß-Rot. R9, regionales Fernsehen Österreich. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 6 und 17 Grad, der Wind weht mit 9 km/h aus Süd-Südosten. Morgen Dienstag wird es wieder recht sonnig, vormittags sind nur hohe Schleierwolken zu sehen. Nachmittags tauchen aber über den Bergen Quellwolken auf, es bleibt aller Voraussicht nach trocken, einzelne kurze Schauer über den Bergen sind dennoch nicht völlig ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen am Dienstag zwischen 2 und 6 Grad, die Höchstwerte 16 bis 24 Grad. Wolken und mögliche Nebelreste verschwinden dann am Mittwoch. Es wird ein überwiegend sonniger und milder Tag mit höchstens ein paar harmlosen Quellwolken. Bei Tiefstwerten von 3 bis 10 und Höchstwerten von 16 bis 19 Grad. Der Donnerstag wird eventuell leicht föhnig. Es ziehen teils dichtere Wolkenfelder durch. Auch Quellwolken sind dabei. Es bleibt aber trocken und wird wieder mild. Und am Freitag ist es dann eher bewölkt bei Temperaturen von 9 bis 18 Grad.